Begrüße Sie herzlich bei Gesundheit auf Leben. In unserer Serie Auswege aus der Depression geht es heute um die Selbstfürsorge für unseren Geist, sozusagen um unser Denken. Beim letzten Mal haben wir uns beschäftigt mit der Selbstfürsorge für den Körper. Es ging darum, Aktivitäten zu finden, die uns helfen, aus dieser Abwärtsspirale der Depression wieder in eine Aufwärtsspirale zu kommen. Und wir haben gesehen, dass so kleine Dinge, die wir tun können, zum Beispiel regelmäßige Bewegung sein können. Einfach gehen oder frische Luft bei Tageslicht im Sonnenschein. Sinnvolle und gesunde Aktivitäten in Balance ausgeführt. Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung kann uns weiterhelfen, kann uns regenerieren und natürlich auch eine entsprechende medizinische Behandlung dort, wo wir Krankheiten haben oder Beeinträchtigungen. Das heißt, auch das, was wir hier vermitteln an Therapiemöglichkeiten, ersetzt nicht einen Besuch bei einem Arzt, wo eine Krankheit besteht. Es heißt auch nicht, dass Sie Ihre Medikamente absetzen sollen. Alles hat seine Berechtigung. Wir wollen Ihnen nur zeigen, was können Sie tun und wie viele Möglichkeiten gibt es noch, die oft unberücksichtigt bleiben. Heute wollen wir uns anschauen, wie funktioniert unser Gehirn und damit auch unser Denken. Eine entscheidende Rolle spielt gerade in Bezug auf Depression der Frontallappen, also dieser Bereich hier vorn hinter unserer Stirn. Sie können hier zwei Aufnahmen sehen eines Gehirns und inzwischen ist es eine gut anerkannte Tatsache, dass bei praktisch allen depressiven Personen, unabhängig davon, was die zugrunde liegende Ursache ist, alle diese gemeinsam haben, dass der Frontallappen, also dieser Bereich hier vorn, in der Durchblutung deutlich reduziert ist. Er ist also nicht so aktiv wie sonst. Und das führt uns zu diesem Punkt, zu fragen, welche Bedeutung hat der Frontallappen, wie können wir ihn unterstützen? Wenn wir grundsätzlich einfach uns mal die Größe des Frontallappens anschauen, dann haben natürlich auch andere Kreaturen einen Frontallappen. Bei der Katze beispielsweise liegen 3,5% ihres Gehirns im Frontallappen. Der Frontallappen ist Sitz unseres Willens, unserer Moral, unserer Spiritualität. Das heißt, eine Katze besitzt nicht sehr viel Moral, hat nicht viel Frontallappen. Und wenn man mal eine Katze beobachtet und sieht, wie sie so ihr Opfer zu Tode quält, dann hat sie zwar viel Instinkt, aber wenig Einsicht, wenig analytische Fähigkeiten. Also eine Katze kann auch leicht in die Irre geführt werden oder man kann sie auch verleiten, irgendwas zu tun, was sie nicht tun sollte. Wenn wir uns dann die Hunde anschauen, die haben ein bisschen mehr Frontallappenaktivität, das heißt 7% ihres Gehirns liegen im Frontallappen. Sie werden natürlich nicht zögern, wenn es ernst wird, sozusagen zuzufassen, aber Hunde quälen ihre Opfer nicht zu Tode. Sie scheinen mehr Einfühlungsvermögen zu haben und zeigen auch Besorgnis für die Wesen um sie herum. Und insbesondere wir Menschen schätzen natürlich oft auch Hunde als freundliche und einfühlsame Begleiter. Sie sind besser zu trainieren und nutzen ein bisschen mehr Urteilsvermögen. Schauen wir uns die Schimpansen an, so haben diese im Vergleich mit allen anderen Tierarten den größten Frontallappen. 17% ihres Gehirns liegt im Frontallappen. Was jedoch uns Menschen vom Rest des Tierreichs unterscheidet, ist, dass 33-38% unseres menschlichen Gehirns im Frontallappen, also in diesem Bereich, liegen. Und das gibt uns die Macht, unser eigenes Schicksal zu wählen, vorausschauend zu planen und Dinge zu tun, zu denen andere geistig gar nicht fähig werden. Wir können uns Dinge vorstellen, die noch nicht eingetreten sind, und das gibt uns auch Entscheidungsfreiheit. Woran können wir denn jetzt merken, dass unser Frontallappen beeinträchtigt oder geschädigt ist? Ein Merkmal, was ganz häufig auftritt, ist die Beeinträchtigung der moralischen Grundsätze.
bei so gut wie jedem, der eine Beeinträchtigung des Frontallappens hat. Dann zusätzlich oft auch eine soziale Beeinträchtigung. Zum Beispiel sehen wir es ja normal an, dass wir unsere Geschwister lieben, unsere Kinder oder unsere Eltern. Doch wenn jemand diese natürliche Liebe verliert, dann liegt es nahe, dass das aufgrund einer Schädigung des Frontallappens geschieht. Auch mangelnde Voraussicht kann auftreten. Denn die Fähigkeit, von einer Ursache auf eine Wirkung zu schließen, ist eine Frontallappenfunktion. Die Frage ist jetzt, wussten Sie, wie lange es beim Menschen dauert, bis der Frontallappen anatomisch voll entwickelt ist, also seine volle Größe erreicht hat? Circa bis zum 30. Lebensjahr wächst der Frontallappen. Das heißt, selbst wenn ein Jugendlicher seine volle körperliche Größe erreicht hat, kann man sich ein Herz fassen und sagen, der wird vielleicht noch vernünftiger, denn der Frontallappen wächst zumindest anatomisch noch. Und wir denken, dass er noch an den Punkt kommt, wo er erkennen kann und lernen kann, dass seine Handlungen und das, was er heute tut, bedeutende Auswirkungen haben kann, wie es ihm später mal geht. Also Entscheidungen, die ich heute treffe, ganz wesentlich für mein Leben sind. Abstraktes Schlussfolgern ist auch beeinträchtigt. Also das heißt, Sprüche zu interpretieren. Auch das ist eine Fähigkeit des Frontallappens. Und Sie kennen vielleicht alle dieses Sprichwort, wer im Klaushaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und ein amerikanischer Arzt, Dr. Netley, hat seinen 13- bis 15-jährigen Schülern mal dieses Sprichwort zitiert und sie gefragt, was bedeutet das denn? Und die ersten meldeten sich und sie sagten, ja, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, weil man dann sein Haus beschädigt. Das ist sozusagen konkretes Schlussfolgern. Und die anderen Schüler sagten etwas Ähnliches, bis sich dann so ein Schüler in der ersten Reihe meldete und sagte, ja, wenn man selber nicht geärgert werden will, dann sollte man am besten auch den anderen nicht ärgern. Das ist sozusagen abstraktes Schlussfolgern. Und das ist etwas, was eine Leistung des Frontallappens ist. Oder wenn das mathematische Verständnis geringer ist, kann es ein Hinweis sein. Mathematik an sich liegt in dem Hirnlappen hier oben, dem Parietallappen, aber alle höheren Mathematikfunktionen wie Algebra, Differential- oder Integralrechnung erfordern einen guten Frontallappen. Ein Hinweis auf einen geschädigten Frontallappen kann auch ein Verlust an Einfühlungsvermögen sein. Denn das Zentrum unseres Einfühlungsvermögens ist sozusagen der Frontallappen. Er befähigt uns, wenn wir andere Menschen sehen, wenn wir ihre Geschichte hören, nachzuempfinden, was sie durchmachen, was sie gerade erfahren, auch wenn wir selbst persönlich so etwas noch nie erlebt haben. Also eine ganz wichtige Funktion. Und ein beeinträchtigter Frontallappen hängt oft auch mit einem Mangel an Beherrschung zusammen, dass man dann Verhaltensweisen hat wie Feindseligkeit oder Prahlen oder so eine gewisse Zügellosigkeit. Was ist jetzt das, was sich der Frontallappen wünscht? Er ist ja Teil unseres Gehirns und unser Gehirn ist tatsächlich sehr wählerisch. Das heißt, es nutzt fast ausschließlich Kohlenhydrate. Nur in Zeiten extremen Hungers wählt unser Gehirn auch mal eine andere Energieform. Gibt es Nahrungsmittel praktisch ohne Kohlenhydrate? Wir haben das Fleisch, was reich ist an Eiweiß und Fetten und was praktisch keine Kohlenhydrate hat. Was hingegen ist reich an Kohlenhydraten? Und Sie sehen an diesen Bildern, es ist das Obst, es ist das Gemüse, das Getreide und Nüsse. Und ich finde es sehr interessant, dass gerade die Nahrungsmittel, die für unser Gehirn so entscheidend sind und für unseren Frontallappen als geeignete Nahrung für uns beschrieben werden. Wenn wir lesen in diesem Anleitungsbuch für die Menschheit, diesem alten Buch der Bibel, auf den ersten Seiten werden diese vier Nahrungsmittelgruppen erwähnt. Und es heißt da, von diesen darfst du nach Belieben essen. Ist das nicht eine schöne Sache? Finden Sie es nicht schön, dass man Dinge essen kann,
ohne Einschränkung, ohne sich ständig zu fragen, war das jetzt vielleicht schon zu viel? Und man hat auch mal untersucht, wie sieht es denn aus mit dieser gesunden Ernährung und unserer Psyche? Es gibt diese bekannte Studie von Dr. Dean Ornish, der nicht nur zeigen konnte, dass ein vegetarischer Lebensstil gut ist für Herz-Kreislauf, sondern man hat herausgefunden, dass tatsächlich Vegetarier ihr psychisches Wohlbefinden verbesserten, mehr Freude empfanden und weniger Depressionen. Und je pflanzlicher die Ernährung war, desto größer war der Nutzen. Ein Punkt, der selbst die Forscher verwundert hatte, dass sie ja angenommen hatten, vielleicht geht ja so eine gesunde Ernährung, auch wenn sie gut ist für meinen Blutkreislauf, mit einer gedrückten Stimmung einher, weil ich gewisse Dinge nicht essen kann. Doch hier kam der Beweis, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn wir jetzt diese Ernährungsseite verlassen und uns mehr diesen geistigen Dingen zuwenden, wie sieht es denn aus mit den Sachen, die unseren Frontallappen beeinflussen, auch wenn wir sie jetzt nicht bewusst in den Körper aufnehmen? Ein Gebiet, was sich in unserer Zeit immer mehr ausdehnt, ist der Bereich der Hypnose. Und es gibt Hypnose-Lehrbücher, die erklären, wie man jemanden hypnotisieren kann. Und ich möchte Ihnen einfach mal so ein Zitat aus so einem Hypnose-Lehrbuch vorlesen, um zu zeigen, wie funktioniert das. Und dort heißt es, Hypnose ist der Versuch, die Funktionen des Frontallappens auszuschalten und die Person in einen Trance-Zustand zu versetzen, wo sie in hohem Maße beeinflussbar ist. Das heißt, Hypnose schaltet meinen Frontallappen aus. Und was ist das beste Objekt? Der Text sagt, es ist ein kleines, flackerndes Licht. Und ist die Person in der Hypnose, wird sie Informationen und Aufträge registrieren, ohne dass sie die jetzt bewertet, also ohne Einsatz des Frontallappens. Und grundsätzlich ist es so, dass dieses Flackern bei der Hypnose sehr wichtig ist, und die Person regelmäßig sozusagen ihre Augen darauf fokussieren muss. Und dann kommt es zu dieser Stilllegung des Gehirns, der Frontallappen wird ausgeschaltet. Jetzt ist es so, dass unter Hypnose selbst die emotionalen Bereiche im Gehirn arbeiten. Wir können Dinge sehen, unser Sehvermögen funktioniert, aber wir tun es nicht mehr kritisch analysieren. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie so eine Art Heimhypnotiseur besitzen, der sie darauf trainiert, auf so ein Teil zu schauen, ist manchmal so viereckig, was immer wieder flackert und wo sie drauf gucken. Haben Sie eine Ahnung, was es ist, was Ihr Heimhypnotiseur ist? Es ist das Unterhaltungsfernsehen. Denn dieses Flackern wird durch diese schnellen Szenenwechsel hervorgerufen. Tatsächlich ist es so, dass im Unterhaltungsfernsehen die Bezugsszene circa alle 3 Sekunden wechselt. Das heißt, Sie sehen, wie jemand auf die Tür zugeht, dann sehen Sie den, der hinter der Tür steht und vielleicht noch obendrauf die Sicht vom Haus. Und die Regisseure nutzen diesen ständigen Kamerawechsel, damit sie ihre Augen darauf gerichtet halten. All das sind so Auswirkungen oder Formen der Hypnose. Und man hat mal Kinder vor den Fernseher gesetzt für ihre Lieblingsfernsehsendung und hat gesagt, die interessieren sich dafür, die werden doch ganz aufmerksam dort zuschauen. Und man hat dann ihre Hirnströme gemessen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen über ihre Denkprozesse. Als das Fernsehprogramm begann, zeigten sie Beta-Wellenaktivität. Das heißt, Beta-Wellen sind Anzeichen für eine sehr schnelle, gesunde Denkaktivität. Frontallappen aktiv. Und nach ca. 90 Sekunden bis 3 Minuten gingen diese Beta-Wellen in einen Alpha-Rhythmus über. Das heißt, Alpha-Wellen bedeuten, dass mein Sehvermögen noch arbeitet, aber ich nicht länger diese eingehenden Informationen kritisch analysiere. Die Emotionen funktionieren gut, ich kann über das, was ich anschaue, lachen oder weinen. Mein Gedächtnis ist aktiv, ich kann mich 5 Jahre später vielleicht noch daran erinnern, dass ich die Sendung schon mal gesehen habe. Aber ich analysiere nicht kritisch.
Und es gibt ca. 3000 und noch mehr Studien, die die Auswirkung des Fernsehens auf den Verstand beschreiben. Und sie zeigen alle, dass das eine Verringerung der Frontallappenfunktion zur Folge hat. Je mehr ich also Fernsehen schaue, umso mehr tritt diese Beeinträchtigung auf. Es könnte also einer auch der Gründe sein, warum wir in unserer Gesellschaft einen Anstieg von Depressionen erleben. Jetzt könnte sich natürlich mancher fragen, wie sieht es denn aus, zum Beispiel mit diesem Vortrag jetzt, den schaue ich mir ja auch an, oder ja, ich informiere mich, werde ich dann durch dieses Programm hier jetzt hypnotisiert? Das ist nicht der Fall, denn der Unterschied liegt darin, dass Sie nicht alle 3 Sekunden einen Szenenwechsel haben. Leider ist es oft so, dass auch viele Nachrichtenprogramme heutzutage zwar Informationen übertragen, aber Ihnen nicht notwendigerweise erlauben, die richtigen Denkprozesse einzusetzen, um diese Informationen zu beurteilen. Viele Nachrichtenprogramme haben diese schnellen Szenenwechsel, sodass wir Dinge aufnehmen, aber nicht mehr analysieren. Ein weiterer Punkt, der eine Rolle spielt, was wir aufnehmen, ist die Musik. Das heißt, Musik tritt ein durch unsere Ohren in den Temporallappen und unser limbisches System, das ist praktisch die Region in unserem Gehirn, die uns diese Gefühle erzeugt. Und da kann man zeigen, dass unterschiedliche Arten von Musik unterschiedliche Auswirkungen haben. Eine klassische Musik, also ich meine eine klassische Musik im Sinne von einer Harmonie, von einem Rhythmus, der unserem Körperrhythmus entspricht, fördert den Frontallappen. Das kann auch ja, so Musik sein, typischerweise ist es so eine Musik, die auch die Grundlage bildet für Choräle in Kirchen und ähnliches, wo man merkt, vielleicht gibt es auch deswegen oft auch einen Zusammenhang zwischen solchen Liedern und einer guten Frontallappenaktivität. Und dann gibt es andere Musik, wenn Sie so an Rock'n'Roll denken oder Rockmusik, die geht direkt zum limbischen System und ruft Emotionen und Leidenschaften hervor. Oder geht eher in unser motorisches Zentrum, wo wir in Bewegung geraten. Also wo eine Musik eine sehr starke emotionale Antwort in uns bewegt, aber weniger eine moralische Interpretation oder weniger unseren Verstand aktiviert. Und dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die alles dreist kombinieren. Die nehmen Musik, die sozusagen sehr emotional ist. Sie haben schnelle Szenenwechsel drin und sinnliche Bilder. Das ist die Mischung, aus der MTV besteht. Und es gibt eine Studie, die einen deutlichen Rückgang in der Frontallappenfunktion zeigt, bei den Menschen, die häufig MTV schauen. Andererseits, die richtige Musik kann sehr hilfreich sein. Und zwar gibt es ja diesen Bereich der Musikpsychotherapie. Und das ist etwas, was Sie vielleicht auch für sich daheim mal nutzen können. Menschen wurden aufgefordert, beim Hören der Musik über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachzudenken. Es gab sozusagen 6 Sitzungen über einen Zeitraum von 12 Wochen. Und das waren Personen zwischen 23 und 45 Jahren. Also Personen, die nicht notwendigerweise klassische Musik gewohnt waren. Und diese Personen zeigten verbesserte Werte bei ihrer Gesamtstimmung. Sie gaben selber auch an, sie fühlen sich weniger depressiv und weniger erschöpft. Das ist ja jetzt so eine subjektive Empfindung, aber objektiv konnte man auch feststellen, dass ihre Cortisolspiegel sich verbesserten, also sanken. Das heißt, dieses Stresshormon wurde reduziert. Also wenn Sie eine schöne klassische Musik finden, das heißt nicht, dass sie aus Mozarts Zeiten sein muss, sondern dass sie harmonisch und melodisch ist, dass sie einen Rhythmus hat, der dem Körper entspricht und Sie hören diese an und denken über Dinge in Ihrem Leben nach, kann das förderlich sein. Was sind jetzt Treffer für Ihr Frontalhirn? Studien belegen, dass vor allem Alkohol unseren Frontallappen beeinträchtigt, und zwar noch bevor irgendein anderer Bereich des Gehirns beeinflusst wird. Noch bevor jemand einen unsicheren Gang kriegt oder anfängt zu lallen, ist zuerst sein Urteilsvermögen betroffen. Dann haben wir gesehen, auch eine kohlenhydratarme Ernährung kann dazu führen,
dass der Frontallappen nicht gut arbeiten kann. Häufige sexuelle Erregung außerhalb der Partnerschaft, auch hier zeigen Studien, dass das mit einer Verminderung der Frontallappenaktivität einhergeht. Hypnose und MTV haben wir schon besprochen. Und ein weiterer Punkt kann auch sein, kein abstraktes Denken oder kein regelmäßiges Nachdenken über Sprüche oder Studieren von wichtigen inhaltlichen Aussagen. Denn unser Frontallappen ist ähnlich wie ein Muskel. Und was passiert mit einem Muskel, wenn wir ihn nicht regelmäßig nutzen? Es gibt so diesen schönen Spruch, du den Muskel schnell verlierst, wenn du ihn nicht gut trainierst. Und genau so ist es auch mit dem Frontallappen. Das heißt, wir können ihn trainieren, tun wir es nicht, kann es sein, dass wir ihn verlieren. Und ich denke, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo dieses abstrakte Denken, das Nachdenken über moralische Themen oder über Schriftstellen nicht mehr so gang und gäbe ist, wie es sein sollte. Und Studien zeigen, wenn wir diesen Bereich unseres Gehirns täglich trainieren, so wie wir uns auch körperlich täglich bewegen, verbessert sich diese Frontallappenfunktion. Also jemand, der sagt, ah, ich trainiere das mal zweimal in der Woche, ist besser als nichts. Viermal ist noch besser. Und wenn man täglich es macht, ist der Gewinn noch größer. Außerdem kann der Frontallappen beeinträchtigt sein, wenn ich gewohnheitsmäßig gegen mein Gewissen handle. Denn was passiert? Der Frontallappen ist ja auch sozusagen der Sitz unseres Gewissens, unserer Moral. Und der kommt ja in einen Konflikt, wenn ich was mache, wo ich weiß, es ist nicht gut. Das heißt, hält diese Situation an, versucht mein Körper den Konflikt zu lösen, indem er die Durchblutung und Aktivität im Frontallappen des Gehirns reduziert, damit der Frontallappen nicht mehr so stark reagiert, das Gewissen sozusagen abstumpft. Und wenn es Punkte gibt in Ihrem Leben, wo Sie wissen, mein Gewissen sagt mir was anderes, ist es wichtig zu gucken, wie kann ich dementsprechend handeln, damit Sie damit auch so einen Faktor für Depression beheben können. Das heißt, wie kann ich jetzt Depressionen behandeln? Insgesamt ist alles hilfreich bei Depressionen, was die Funktion des Frontallappens verbessert. Generell. Und wir haben gesehen, das können körperliche Dinge sein, das können geistige Dinge sein. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Frontallappen in seiner Funktion zu unterstützen. Und das ist eine Übung, wo es darum geht, Pessimismus zu vermeiden. Vielleicht lassen Sie sich herausfordern und probieren einfach mal diese Übung. Es geht in dieser Übung darum, 14 Tage lang mal nichts Kritisches oder Negatives über eine Person oder Sache zu sagen. Ertappen Sie sich dabei, beginnen die 14 Tage wieder von vorne. Und Sie merken schon bei dieser Aufgabenstellung, man kriegt so das Gefühl, wie soll das denn möglich sein? Ich muss doch meinen Kindern sagen, was sie tun sollen, oder ich muss doch meinem Chef oder wem auch immer oder meinen Angestellten sagen, was dran ist. Aber man kann es ja auch auf eine andere Weise sagen. Anstatt zu sagen, ich mag das nicht und ich bin gegen das, können wir ja auch sagen, ich bevorzuge das oder ich wünsche mir jenes. Was auf jeden Fall passieren wird, wenn Sie sich auf diese Übung einlassen, ist, dass Ihnen selber bewusster wird, wie oft Sie in diesen kritischen oder negativen Gedanken sind. Und diese erhöhte Selbstwahrnehmung ist schon sehr entscheidend, um überhaupt Gedanken zu verändern. Und ich möchte Ihnen gern ein Zitat vorlesen aus einem Buch, was heißt Weg zur Gesundheit. Und dort heißt es, wir haben die lebensbejahende Verpflichtung, schwermütigen und unzufriedenen Gedanken und Gefühlen Widerstand entgegenzusetzen. Das ist genauso eine Verpflichtung wie die zum Gebet. Das heißt, wenn wir Gedanken bemerken, die uns runterziehen, die uns unzufrieden machen, ist es unsere Aufgabe, unseren Blick zu verändern. Nicht diesen Gedanken nachzuhängen, sondern Widerstand entgegenzusetzen. Eine wichtige Frage dabei ist natürlich,
Was macht uns denn jetzt traurig oder wütend oder niedergeschlagen? Ich habe Ihnen dazu einfach mal ein Foto mitgebracht aus einem meiner Urlaube. Es war ein Tag, wo ich mich gefreut habe, in die Berge zu gehen. Und wenn Sie dieses Foto sehen, was sehen Sie da drauf? Wären Sie gern dort an Ihrem Urlaubstag? Einige von Ihnen haben so diesen Blick. Sie sehen das grüne Gras, Sie sehen sogar diese Blumen noch im Vordergrund und erahnen so ein bisschen die Berge. Ist es die Situation an sich, die so die Gefühle weckt? Ist es so, dass jeder, der auf dieses Foto schaut, dieselben Gefühle hat? Ich denke nicht. Der eine ist vielleicht enttäuscht, weil er sagt, oh, wenn ich dort wäre, ich hätte doch den guten Ausblick genießen wollen. Jetzt ist da der Nebel. Ein anderer ist vielleicht interessiert oder neugierig oder wieder jemand freut sich über diese Blumen. Warum? Weil wir in unterschiedlichen Situationen sind und unterschiedlich es sehen. Unsere Gedanken über die Situation sind unterschiedlich. Ich denke, auch in unserem Leben wird es immer wieder Dinge geben, die so wie dieser Nebel oder wie diese Wolken auf diesem Foto sind. Wir können uns darauf konzentrieren, wir können uns darüber beschweren, aber es gibt auch Schönes. Wir selber entscheiden, worüber wollen wir sprechen, worüber wollen wir uns unterhalten. Und das wird einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen werden und wie unser Gehirn in der Zukunft funktionieren wird. Und weil das so ein wichtiger Punkt ist, möchte ich mit Ihnen gern noch genauer ein Stück dorthin schauen. Grundsätzlich ist es so, es gibt eine Situation, ein auslösendes Ereignis und ich entwickle eine Überzeugung dazu und dementsprechend folgen meine Gefühle. Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe bei meiner Freundin auf den Anrufbeantworter gesprochen und habe sie gefragt, ob sie nicht nächste Woche mal mit ihrem Mann zum Abendessen vorbeikommen möchte. Inzwischen sind schon 3 Tage vergangen und meine Freundin hat mir immer noch nicht geantwortet, obwohl sie sonst meist sofort zurückruft. Und ich überlege mir, woran kann das liegen? Und mir kommt der Gedanke, die hat bestimmt keine Lust, sich mit mir zu treffen, weil mein Mann und ich sie wahrscheinlich langweilen und sie will mir das einfach nur nicht sagen. Und wenn ich so drüber nachdenke, oh, die will sich nicht mit mir treffen und die will mir das nicht sagen, bin ich enttäuscht, ich bin auch verletzt und ehrlich gesagt bin ich auch ärgerlich, dass sie nicht den Mut hat, mir das direkt zu sagen. Das heißt, meine schlechte Stimmung kommt durch den Gedanken, sie hat keine Lust, mich zu sehen, was ich stark vermute. Jetzt ist die Frage, stimmt das so? Und es gibt Fragen, die wir uns in dieser Situation stellen können. Ich kann mich zum Beispiel fragen, auf welche Tatsachen gründe ich diese Auffassung? Woher weiß ich, dass sie keine Lust hat, mich und meinen Mann zu treffen? Woher weiß ich, dass wir sie langweilen? Ja, muss ich nachdenken. Irgendwann hat sie schon mal gesagt, es gibt manchmal so Leute, da ist es langweilig, da geht sie nicht mehr so gern hin. Die Frage ist auch, was sind denn jetzt so die wirkungsvollsten Argumente, die ich vorbringen kann, um gegen diese Auffassung anzugehen? Gibt es etwas, was dagegen spricht? Und was ist das Schlimmste, was tatsächlich passieren könnte? Für mich in der Situation wäre eigentlich das Schlimmste, dass es sich bewahrheitet und sie mir wirklich sagt, du, es tut mir leid, ich bin gelangweilt, ich will mich nicht mehr mit euch treffen. Die Frage ist, wäre das so schrecklich? Also ehrlich gesagt, wenn ich dran denke, ich wäre enttäuscht, aber ich glaube, ich könnte es überstehen. Und immerhin ist es ja vielleicht besser, sie sagt es mir direkt ins Gesicht, als dass das vielleicht so in ihrem Hinterkopf ist. Und es lohnt sich oft auch in Situationen zu fragen, was sind denn die tiefer liegenden Überzeugungen, die meinen quälenden oder verletzenden Gedanken zugrunde liegen. Für mich in der Situation war so der Gedanke im Hintergrund, ich bin kein guter Unterhalter oder wer mag uns schon?
Und dann ist die Frage, kann die Situation vielleicht auch auf andere Art erklärt werden? Gibt es vielleicht irgendeine Interpretationsmöglichkeit, die näher an der Wahrheit liegt und weniger schmerzhaft ist? Warum könnte es sein, dass die Freundin mich nicht zurückgerufen hat? Wenn ich ein bisschen nachdenke, komme ich so drauf, sie könnte verreist sein. Sie kann auch schlicht und einfach vergessen haben, mich anzurufen. Oder aber sie hat versucht, mich anzurufen, mich aber nicht erreicht. Oder aber ihr AB ist vielleicht voll gewesen oder hat nicht funktioniert, sodass sie meinen Anruf gar nicht erreicht hat. Also es gibt auch eine Menge anderer Erklärungen noch. Wichtig ist nicht nur, dass wir falsche Überzeugungen verändern. Es geht also nicht darum, ein möglichst positives Bild von irgendeiner Sache zu entwerfen, sondern die Wahrheit herauszufinden. Herauszufinden, wie sieht die Realität aus? Wie kann das natürlich gelingen? Woher weiß ich, was stimmt denn jetzt? Es kann doch tatsächlich sein, dass sie keine Lust hat, mich zu treffen. Erstmal muss man sagen, diese Frage ist schwer zu beantworten. Wichtig ist, ganz oft brauchen wir erstmal Zeit zur Beruhigung. Denn wenn man so mittendrin ist, aufgewühlt ist über eine Situation, ist es schwer nachzudenken, was noch so zutrifft. Was sind Dinge, die Ihnen helfen, sich schnell zu beruhigen? Haben Sie ein paar Sachen hier schon kennengelernt oder Dinge, die Sie einsetzen? Manche sagen, ich mache mich auf den Weg, ich muss erst mal raus und spazieren gehen. Andere machen vielleicht mal so eine tiefe Atemübungen. Man sagt ja nicht umsonst, atme mal tief aus und ein. Manche sagen, oh, so kaltes Wasser mal über meine Hände und ins Gesicht, das hilft mir ruhig zu werden. Bis 10 zu zählen kann bei manchen helfen. Oder wieder andere sagen, so ein Gebet ist was, was mich beruhigt. Und ich denke, manchmal brauchen wir auch Hilfe von außen, um die Wahrheit herauszufinden. Wer könnte für Sie so eine Hilfe von außen sein? Vielleicht Ihr Freund oder Ihre Freundin? Man kann mit denen direkt sprechen oder man kann sich fragen, was würden die in meiner Situation sagen? Oder vielleicht mein Therapeut oder ein Berater, meine Mutter oder mein Vater. Und was würde ich vielleicht jemand anders sagen, der in so einer Situation ist wie ich selbst? Gibt es Beweise dafür oder dagegen? Und jemand, der sagt, ich denke, es gibt Gott oder es gibt jemand, der meine Situation kennt, dann kann ich mich auch fragen, was sagt er wohl zu meiner Situation? Diese Fragen können uns helfen, eine andere Sicht zu bekommen. Und der zweite Schritt auf dem Weg zur Wahrheit ist wichtig, dass wir Dinge schriftlich festhalten. Das empfiehlt sich besonders zu Beginn. Wirklich mal aufzuschreiben, was geht mir durch den Kopf, was ist jetzt passiert, was gibt es noch an alternativen Gedanken. Denn dieser Prozess herauszufinden, wie können meine Gedanken realistischer sein, wahrheitsgetreuer, ist an sich einfach, aber nicht leicht. Denn wir müssen uns daran gewöhnen, unseren Gedanken zuzuhören, ein Stück aufzuspüren, wo liegen vielleicht auch falsche Überzeugungen, die ich habe. Und mich selber auch in Frage zu stellen, meine falschen Überzeugungen, um herauszufinden, was ist jetzt eine angemessenere Erklärung für die Situation. Und ganz viele der Menschen, mit denen ich spreche, sagen, das klingt so großartig, da ist eine Situation, die ist doch plötzlich da, da habe ich gar keine Zeit, so darüber nachzudenken. Tatsächlich ist es so, dass gerade Menschen, die längere Zeit schon depressiv waren, viel stärker auch vorbeugend und vorausschauend handeln müssen. Das heißt, bevor wir in Situationen kommen, wo dieses auch ja, verzerrte Denken entsteht, wir vorher sozusagen schon uns überlegen, wie wir reagieren wollen. Und das ist eine sehr wertvolle Sache, sich vorher Zeit zu nehmen, Situationen zu planen. Wie will ich reagieren oder was will ich denken?
Und es gibt ein schönes Zitat, was sagt: Die Zeit ist wohl angewandt, die der Festigung und Erhaltung körperlicher und geistiger Gesundheit gewidmet ist. Manche Personen bereiten Situationen vor, indem sie zum Beispiel einen Brief an sich selber schreiben. Wie will ich mich verhalten? Was will ich sagen? Oder indem sie neue Gedanken entwickeln und diese auswendig lernen. Oder auch als eine Merkkarte bei sich tragen. Ich zum Beispiel mache mir öfter so kleine Kärtchen, wo ich mir einen Text draufschreibe, der mir wichtig ist, einen Satz, eine Tatsache, an die ich mich erinnern will und die ich dann einstecke und in einer entsprechenden Situation oder kurz vorher ziehe und lese, um mich daran zu erinnern. Und je nachdem, was mich am Tag erwartet, suche ich mir auch diese Texte heraus, was ich mir hier notiere. Ist ein Tag, wo ich weiß, heute brauche ich eher Mut oder Entschiedenheit, schreibe ich mir einen Text auf, wo ich sage, der macht mir Mut oder der hilft mir, klar zu Dingen zu stehen. Ist es ein Tag, wo ich weiß, oh, ich bräuchte eher Gelassenheit für eine Situation oder Zuversicht, dann mache ich mir dementsprechend eine Merkkarte. Und es ist sehr hilfreich, gerade in Situationen, wo wir plötzlich reinkommen und nicht die Zeit haben, unsere Gedanken zu hinterfragen, schon etwas vorbereitet zu haben. Und es gibt noch einen Heilfaktor für unser Gehirn und für die Genesung von Depressionen, den all diejenigen haben, die einen starken Glauben an Gott haben. Und zwar eine sogenannte innere Frömmigkeit. Lassen Sie mich Ihnen das erklären. Innere Frömmigkeit bedeutet, dass ich selber eine Überzeugung habe, dass es ein höheres Wesen, eine höhere Macht gibt, die auf mich aufpasst oder von der ich mir Kraft holen kann. Das muss nicht damit verbunden sein mit gewissen Ritualen oder mit im Gang zu einer Kirche, sondern es hängt mit meiner Verbindung zusammen, die ich zu dieser Quelle oder zu Gott habe. Man konnte zeigen, dass diese äußeren Faktoren, nämlich Rituale, keinen großen Einfluss hatten auf eine schnelle Genesung, sondern dort, wo Menschen an Gott glauben oder sagen, ich gebe meine Lasten ab, ich hole mir Kraft, dort eine schnellere Genesung von Depression erfolgte. Und ich denke, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, die unser Denken stärkt und unseren Verstand erweitert. Das heißt, unsere Seele wird aufgebaut und unsere guten Eigenschaften werden gefördert. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, ich erinnere mich noch an eine Patientin, die war niedergeschlagen. Sie ist gekommen, wollte sich erholen, wollte eine Reha machen. Sie kam aus erbärmlichen Zuständen, Umständen. Sie hat viel geweint, sah verhärmt aus, war alleine und war auch sehr besorgt. Und wir haben versucht, sie da so ein bisschen aufzupäppeln und mit so ein paar Strategien ihr Mut zu machen. Aber sie kam irgendwie nicht aus diesem Loch heraus. Und als ich gemerkt habe, wie groß auch diese Sorgenlast sie drückt und wie groß ihre Sehnsucht ist, jemanden kennenzulernen, der ihre Sorgen kennt, habe ich mit ihr darüber gesprochen, über diese Möglichkeit, ein Gespräch anzufangen. Diese Vorstellung, wenn es Gott gibt, kann ich vielleicht mit ihm sprechen, kann ich ihm meine Sorgen geben. Und sie hat sich darauf eingelassen und hat gesagt, ja, ich versuche das. Und als sie das erlebt hat, war sie ganz bewegt, war sie ganz glücklich und hat gesagt, ich konnte viel besser schlafen. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie sie noch konkreter das für sich erleben kann. Und sie hat für sich einen Text gefunden aus der Bibel, den sie genommen hat und wo sie den sich auf so ein Kärtchen geschrieben hat, den sie sich bewusst gemacht hat. Und sie hat mir gesagt, wenn ich jetzt am Tag in eine Situation komme, vielleicht in eine Therapiegruppe oder es kommt eine Sorge auf, ich kann der Sache nicht bewältigen, dann habe ich mir immer in Gedanken gesagt, ich kann es nicht, aber er kann es.
Und ich muss Ihnen sagen, diese Frau hat sich verändert. Ihre Mitpatienten waren erstaunt. Auf einmal tauchte so ein Strahlen auf, so eine Ruhe in diesem Gesicht, was sonst so gehetzt war und so gepeinigt war. Und sie hat tatsächlich angefangen zu vertrauen auf diese Weisheit, die von oben kommt, weil sie wusste, dass sie selber keine andere Kraft besitzt. Und es ist ein Punkt, den jeder erleben kann, der sich darauf einlässt. Und ich möchte Ihnen gern das mitgeben, was dieser Patientin Mut machte. Es ist ein Text, der davon spricht, dass wir getrost sein dürfen. Es heißt dort, fürchte dich nicht. Sie brauchen sich sozusagen nicht fürchten. Denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Vielleicht ist das etwas, was Sie noch nie erlebt haben. Aber es ist mein persönlicher Wunsch, dass Sie erleben, dass Sie gehalten werden. Nicht nur in der tiefen Depression im Loch, sondern auch dort, wo Herausforderungen sind, wo Situationen sind, die Sie belasten oder die Ihnen Sorge machen. Wagen Sie es, nutzen Sie diesen wichtigen Heilungsfaktor bei Depressionen. Und wo Menschen anfangen, Zugang zu finden und Hilfe zu erleben durch diese Quelle, übertreffen die Ergebnisse, die Auswirkungen unsere kühnsten Erwartungen. Heilung und Genesung kann passieren. Ich wünsche Ihnen immer wieder Kraft und Motivation, Ihren Weg zu gehen, um aus der Depression zu kommen oder auch lieben Menschen helfen zu können, die damit zu tun haben. Wenn Sie Dinge noch nachlesen wollen, können Sie das in diesem Buch tun, Depression, ein Ausweg. Seien Sie behütet und begleitet auf Ihrem Weg. Die Sendung ist Teil einer Videovortragsreihe und als DVD-Set erhältlich. Unterstützen Sie die Medienarbeit von Vision TV und die kostenlose Bereitstellung wertvoller Videobeiträge durch den Kauf der DVDs.